Hey ho und willkommen, werte Kommandanten, Kommandantinnen und werte Zuschauer. Dies ist mal mein Piloten-Update, oder besser gesagt, Flug-Update. Meinem Elite Dangerous Let's Play. Ich habe euch ja vorhin gesagt, ich werde mit meiner Sidewinder nach Zu rauffliegen. Hab dort die 20% Bonus ausgenutzt. Und jetzt zeige ich euch mal eines meiner Lieblingsraumschiffe. Also eigentlich bis jetzt das Lieblingsraumschiff. Danach kommt das föderale Abwurfschiff. Und direkt, dicht gefolgt davon ist dann auch noch die Adder. Und ja, gucken wir mal bitte das Raumschiff an. Ihr habt es ja auf meinem Kanal Teaser schon gesehen. Da war es aber ein kleines bisschen anders. Und ja, ist eigentlich ein Zweisitzer und ein, keine Ahnung, was der für eine Funktion hat. Das ist vielleicht auch bloß ein Klo. Also, eher unwahrscheinlich, aber das hier ist halt das Cockpit und der hier unten, der ist höchstwahrscheinlich nur Passagier, weil er hat nicht mal Konsolen oder sonst irgendwas dran. Und ihr seht, das Raumschiff ist ziemlich groß. Im Vergleich dazu, die Sidewinder war vielleicht nur so groß, nur das kleine Stück, das war die Sidewinder, weil das ist wirklich, ich glaube, das Cockpit ist sogar größer, als die Sidewinder gewesen ist, also dieses Raumschiff, das hat schon was. Und ja, gucken wir noch ein bisschen rum, mal nach hinten fliegen. So, gucken wir uns noch ein bisschen von der Seite an. Da hinten ist eine Tür. Falls mal einer meint, er kriegt nicht genug Luft, kann er auch mal dann da hinten die Tür aufmachen, während des Fliegens irgendwo im Supercruise oder so. Ist natürlich kein Problem, habe ich kein Problem damit, also das ist jedem selbst überlassen. Und ja, eigentlich wollte ich ja jetzt hier ein kleines Tutorial machen, wie man fliegt und wie man halt am besten mit einem Schiff umgeht, je nachdem wie man es halt einstellt. Und was man mit dem Schiff halt machen möchte. Und es ist halt eigentlich, wie gesagt, es kommt auch zum größten Teil aufs Können drauf an. Jetzt habt ihr mal gesehen, was der Unterschied ist zwischen meinem Skin, den ich für das Schiff gekauft habe. Kostet 4 Euro oder so. Das wird für das geile Aussehen. Mein Gott. Spiele kosten Geld. Pay to win gibt's hier nicht. Aber ein schönes Schiff von der Farbe her. Kann man sich auch mal leisten. Ja. So. Das Ganze zeige ich euch erstmal hier beim Kaufen. Und zwar habt ihr hier die Geschwindigkeiten, die hier stehen. Gucken wir uns erstmal nicht an. Das ist erstmal unwichtig, sondern hier Manövrierfähigkeit. 8. Also 10 ist Maximum. Die Eagle hat 10. Das ist das wendigste Schiff, das es gibt. Dicht gefolgt von der Eagle ist, gibt's glaube ich hier nicht, kann ich euch aber zeigen. Nö, gibt's hier nicht. Okay, dann zeigen wir es einfach mal. Und zwar da, Vulture. Die Vulture hat Wendigkeit 9, ist, wenn man mit fixierten Waffen, also fixe Waffen, wo man wirklich den Gegner direkt anvisieren muss, ist bei großen Raumschiffen richtig geil. Aber bei kleinen Raumschiffen, ich sage euch, das ist zum Kotzen schwer, die Leute da zu treffen oder geschweige denn erstmal hinterher zu kommen. Des Weiteren, ich sag mal, umso weniger Manövrierfähigkeit man hat, umso schwieriger ist es, ein Schiff auf der Stelle zu drehen. Und allgemein im Fliegen damit halt, ja, ihr seid wendiger. Das ist, mehr sagt das eigentlich nicht aus. Und wie gesagt, Moment, ich guck mal ganz kurz, wo wir es haben. Also ihr seht hier, Transporter T6, Wendigkeit 3, ist nicht verkehrt. Der T9, riesengroß, Rumpf 1000 Tonnen und ja, Wendigkeit 0, Geschwindigkeit 130, maximal 200 Meter pro Sekunde. Die Hauler hat 6, wenn ich das richtig sehe. Das föderale Abwurfschiff auch wieder 0. Es gibt nur zwei Raumschiffe, glaube ich, die 0 haben. Das ist das Abwurfschiff.
Ist aber auch eigentlich bloß eine Frage des Handlings, wie man damit umgeht. Das habe ich auch schon gesagt. Was jetzt hier leider nicht mehr steht, fürs föderale Abwurfschiff und ich glaube auch für den T6. Also hier, dieses komische Ding. Sieht aus wie ein riesiges Zäpfchen, fliegendes. Benötigt man den Rang Lieutenant bei der Föderation. Und wie ihr seht, den Rang habe ich. Hat lange gedauert. Also wer das machen möchte, macht Aufgaben, 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 Aufgaben. Ist nervenzerfetzend, anstrengend manchmal, aber wenn man was Geiles hat, geht das schon. So, des Weiteren war dann meine Manövrierfähigkeit das größte bis jetzt fliegende Raumschiff. Ist die Anaconda. Hat 1000. Und hat, wenn ich das richtig gelesen habe, es gibt eine bestimmte Seite, da kann man nachgucken, wie viel Crew oder halt wie viele Sitzplätze die diese Raumschiffe haben. Es wird gemunkelt, das hat auch Dirk gemeint, dass in diesem Raumschiff zwei Sidewinder andocken können. Kann ich mir vorstellen, das Ding ist riesengroß. Selbst wenn es eine ist, wäre das trotzdem schon richtig geil, weil man hat dann immer einen Jäger dabei. Kein Problem. Und in der Anaconda haben genau 31 Personen Platz. Ich stelle mir vor, in der ESP sitzen zwei Leute und in diesem verdammt riesigen Ding, also wenn ihr euch das Cockpit anguckt, das hat was von einem Schiff und nicht von einem Raumschiff. Und ja, meine Frierfähigkeit 2 ist extrem langsam beim Wenden. Die ESP, ihr seht, ist ziemlich schnell. Hohe Boostgeschwindigkeit. Meine Frierfähigkeit 6 ist der Durchschnitt. Ist top. Kann man ziemlich viel damit anfangen. Und ja, vier kleine Aufhängungen bei den Waffen. Zwei mittlere bei den Waffen. Die Werkzeugsteckplätze auch sehr wichtig. Einen 6er Innenbereich ist, wenn man Handel treiben will, gar nicht so verkehrt. 2er und 3er, mein Gott. Scheiß drauf. Braucht man nicht unbedingt. Und ja, jetzt möchte ich euch das mal ein bisschen vorführen. Und zwar sind wir in der Ausstattung drin. Und da es ein Flugtutorial ist, ich habe jetzt die Schubdüsen schon auf D verbessert. Und wenn ihr eure Ausrüstung, wie jetzt zum Beispiel Lebenserhaltung, gibt es hier leider nicht anders in der Größe, aber wenn ihr mal schaut, Masse steht hier bei E2 250 Kilo. Ich gehe jetzt mal von Kilo aus. Und Masse 250 bei E. D ist aber schon mal anstatt 250 nur noch bei der Masse bei 100. Okay, ihr seht jetzt hier bei diesen E2 würde mein Sprungreichweite geht extrem runter. Ist klar. Aber zum Beispiel jetzt, ihr müsst euch bloß merken, bei den Antrieben, allgemein bei den Modulen, B ist das schwerste Modul, weil es ist meistens 1,5 mal schwerer oder vielleicht sogar 2 bis 3 mal schwerer. Wir können mal gucken, B4, oh, vergleichen wir einfach mal hier, 250 bei D2 und B2 hat 400, also 1,5 mal schwerer ungefähr, ist nicht so geil. Es nimmt halt Gewicht, umso mehr Gewicht man hat, umso weniger kann man springen. Des Weiteren, umso höher halt die Klasse bei den Antrieben oder allgemein die Klasse ist, desto mehr Energie verbraucht das Zeug, jetzt mal abgesehen von Frachtraum, weil Frachtraum da drinnen die einzige Energiequelle ist, maximal eine kleine Funzel, dass die Sklaven, die man transportiert, da drinnen nicht ganz im Dunkeln sitzen. Und ja, B ist das schwerste Modul, D ist das leichteste Modul, ACE nimmt sich bei der Schwere nichts, A ist wie immer beim Rating das Beste. Ihr seht, selbst wenn ich einen A4 Frameshift-Antrieb kaufen würde, würde zwar mein Energieverbrauch steigen, aber ich kann trotzdem weiter springen. Wichtig ist auch immer bei der optimalen Masse für Frameshift-Antrieb. Ihr seht, 525 maximal. Ihr seht hier 504 maximale Masse, die ich habe, wenn ich voll beladen bin. Ist eigentlich ganz okay. Kein Problem damit. Und bei den Schubdüsen, ja, ihr seht, Energiebedarf geht ein bisschen rauf. Die maximale Masse, für was es ausgelegt ist, hier C4 geht auch ganz gut. Ich müsste jetzt genau die haben. Die D5.
halt, weil es leicht ist, 800 Masse. Und wie gesagt, leichte Module sind für den Anfang immer gut. Man hat eine, ich kann mit dem Raumschiff 11, irgendwas Lichtjahre voll beladen, mit 84 Tonnen Ladung springen, unbeladen, 13 Lichtjahre. Und habe dabei einen Frameshift-Antrieb eingebaut von E5. Also es ist der schlechteste Antrieb, den ich mir kaufen kann für das Raumschiff. Der ist standardmäßig eingebaut. Und ihr seht, ich habe Schildgenerator ist standardmäßig auf 5. Im Frachtgestell ist, glaube ich, 32 drinne, in 4er und in 2er. Also ungefähr 38 Tonnen Fracht hat man drin, wenn ich mich recht entsinne. Der Platz ist frei, der Platz ist frei und der Scanner, klar, Schildgenerator auch auf E5. Wenn ihr auf Erforschung gehen wollt, gebe ich euch den Tipp, nehmt die Esp. Die Esp fliegt extrem weit. Wenn man jetzt hier einen A5 Frameshift-Antrieb hat, ich weiß nicht, wenn man ein komplett leeres Raumschiff hat mit der Esp, fliegt die 30 Lichtjahre pro Sprung. Ist ganz okay, braucht man aber eigentlich nicht. Des Weiteren, wenn man zum Beispiel auf Erkundungstour gehen will, gibt es bestimmte Sachen. Gut, gehen wir mal von den Modulen aus. Für ein Kampfschiff eine Rumpfverbesserung, extrem wichtig. Gibt halt, wie gesagt, es gibt Rüstung, wenn man jetzt keine Schilde mehr hat. Wenn man sein Schild verstärken will, geht man bei den Werkzeugsteckplätzen, da gibt es diese sogenannten Schildbooster. Ihr seht hier, Energiebedarf 0,2 Megawatt. Schildmultiplikator 1,04, das heißt 4% mehr Schild. Das geht bei A, wo haben wir's? Schildbooster A, bis 20% verstärkte Schilde. Auch 1,2 Megawatt aufgeschissen. Die hat das Schiff im Normalfall, selbst jetzt mit einem normalen E-Kraftwerk könnte ich das locker hier einbauen. Würde zwar ein bisschen weniger fliegen, weil halt wieder ein bisschen Masse dazu kommt, aber egal. Des Weiteren, halt, wenn man ein Kampfschiff aus der Esp macht oder allgemein ein Kampfschiff baut, Tötungsbefehlscanner zeigt einem immer, wie viel Geld das andere Schiff wert ist in anderen Systemen, weil wenn man in einem Piraten- oder Anarchiesystem ist, da hat man kein Kopfgeld, weil es denen einfach scheißegal ist, wenn dort Leute abschießt. Also die sind zum Beispiel dann in Föderation, Allianz oder Empire gesucht. Kann man mit Tötungsbefehlscanner rausfinden und dann heißt, steht dort, ja, du hast so und so viel Kopfgeld verdient. Und kannst danach gucken, wenn man nach links schaut. Ja, geht gerade nicht. Und das würde dann hier drüben links halt stehen, so und so viel im Empire gewonnen. Wenn man jetzt so ein Arschloch ist, was Transporter abfängt, tut mir leid, ich finde das gar nicht geil. Die verdienen damit mit harter Arbeit wenig Geld, hat man noch einen Frachtscanner. Frameshift-Zugwolkenscanner ist dafür da, wenn man halt jemanden, der wegspringt von einem aus einem Kampfgebiet, könnte man hinterher springen und könnte ihn dann halt erneut abfangen. Das gibt's halt dann hier unten auch. Gut, Treibstoff sagen muss ich nicht erklären. Hülle hab ich. Raffinerie ist, wenn man jetzt abbauen will, das kann ich selbst gar nicht ab, kann ich euch auch nicht mal erklären. Treibstoffsammler ist selbsterklärend, Aufklärungsscanner ist selbsterklärend. Detailoberflächenscanner hatte ich schon in der letzten Folge erklärt, der gibt immer dann das Doppelte davon, wenn man jetzt was erforscht. Krallensteuereinheit ist halt gedacht für die Ladelugenöffnung. Habe ich noch nicht ausprobiert, ob das Ding dann auch automatisch funktioniert, kann ich euch nicht sagen. Wäre aber geil, wenn es nämlich so wäre, würde man mit Abbaulaser und Raffinerie braucht man halt für die Erzeugung von jetzt mal Erzen oder Mineralien. Man baut die mit dem Abbaulaser ab, also wie ein Strahlenlaser einfach dann wie Feuer und dann schmeißt man da aus dem Felsen was raus. Die Raffinerie verarbeitet das und wenn es so wäre, was ich jetzt mal bezweifle, weil wie gesagt, ich kann es euch nicht hundertprozentig sagen, ich sag mal, mir persönlich wäre das als Vorstellung richtig geil, wenn dieser Krallenscanner, dieser Krallensteuereinheit dann automatisch die Sachen einholt. Wenn da 4 Stück sind hier, Active Limpets, das sind wahrscheinlich schon diese Greifer, 4 Stück und die greifen 4 Stück, die da immer nacheinander das Zeug reinziehen, geht bestimmt geil.
Frachtgestell brauche ich auch nicht erklären. Und jetzt kommen wir zu den automatischen Feldwartungen. Und zwar sind das für jemanden, der große Reisen auf sich nimmt oder sehr viel in Kriegsgebieten und dergleichen unterwegs ist, ist das eigentlich optimal. Weil eine automatische Feldwartung repariert bis auf Kraftwerk, Hülle und die Verschleißteile. Ich glaube jetzt auch Scanner ist nicht dabei, kann man alles damit reparieren, was Schaden bekommen hat. Es ist, hat zwar eine Art Munition, das sind diese Nanobots, die das Ding verwendet, aber die sind halt, man kann das einsetzen, schaltet das Modul ab, das wird dann repariert, wenn man es nochmal wieder, wie das erste Mal einschaltet, wird es repariert und beim zweiten Mal einschalten ist es dann halt funktionstüchtig. Man kann dann auch auf dem rechten Bildschirm halt bei Module sieht man das ganz genau, was dann wie funktioniert. Und zwar kann ich euch sagen, was aus meiner Erfahrung her Modulschaden verursacht, ist zum Beispiel, man wird abgefangen und ihr kennt das, wenn ich abgefangen wäre, ist es manchmal so, ich bremse selbstständig ab, guck vorher, was mich abfängt, freue mich drauf, was mich abfängt. Und wenn man aber abgefangen wird und sozusagen diesen Prozess des Abfangens bis zum Ende durchsteht und der Gegner einen abfängt, verliert man zum Beispiel Hüllenintegrität, innere Module werden beschädigt und sowas. Und da, das sieht man dann auch, wenn man dann richtig abgefangen wird, also wirklich richtig abartig abgefangen wird. Das Schiff kommt beim Austreten hier, da fängt er an hier an, ich komme raus, piu. Und wenn man richtig abgefangen wird, macht man dann halt hier so ein Wuuu, dreht sich dort nochmal im Kreis. Und was noch Hüllenschaden macht, oder allgemeinen Schaden an Modulen, ist klar, Schilde aus. Hitzeschäden sind extrem, weil das Schiff kann bei den inneren Modulen so viel Schaden erleiden, dass es dann halt irgendwo mal Fehlfunktionen gibt. Wäre scheiße, ist auch nicht zu empfehlen. Module, die halt reisen können, wie gesagt, das Cockpit ist beim Lebenserhaltungssystem sehr wichtig, dass das immer, das muss halten. Ansonsten habt ihr standardmäßig 5 Minuten bis zum nächsten Dock, um das zu reparieren. Und wenn ihr das nicht schafft, dreckt ihr. Ganz einfach. Wie gesagt, also das hier ist für jeden, der länger ein Stück unterwegs ist oder halt kämpft, kann man nur empfehlen. Die Schildzellenbank ist dazu da, um wenn man jetzt das Schild anfängt oder gerade so, das ist halt, ich erkläre es am besten mal, man hat 3 Schildringe. Der äußerste Schildring ist der stärkste Schildring. Ich weiß nicht, der hat glaube ich, ich will keine Lügen erzählen, aber ich glaube 70%. Der nächste 20, oder sag mal, gehen wir davon aus, der äußere Ring hat 50% Schild. Also vom Schild, was das absorbieren kann an Schaden. Der zweite, also der mittlere Ring, hat 30% und der innere Ring 20% von dem, was er absorbieren kann. Dann bringt zum Beispiel der Schildbooster, keine Ahnung, nimmt man irgendeinen, der halt dafür am besten geeignet ist. Auch am besten, wenn man jetzt sowas macht, dann auch einen ziemlich großen einbauen. Und wenn man den aktiviert, hat Munition, ihr seht das hier, maximale Munition 1, das heißt, den kann man einmal aktivieren, dann füllt er das Schild zum Teil wieder auf. Und wenn es ein sehr großes Schild ist, dann halt einen kleinen Teil. Und wenn es ein kleines Schild ist, dann ballert er das Ding wieder voll, kein Problem. Ist ja wie gesagt, solange das Schild den Schaden abfängt, bekommt die inneren Module und so keinen Schaden. Ist top. Für Abfangjäger oder halt Kopfgeldjäger sehr zu empfehlen. Auch welche, die in Kriegsbereichen sind, sehr zu empfehlen. Für Kopfgeldjäger und Piraten Frameshift-Unterbrecher ist im Endeffekt, wenn ihr im Supercruise seid, könnt ihr das aktivieren. Und ihr habt dann halt so ein ähnliches, ich hab's noch nie gemacht, ihr habt dann so ein Symbol, dem müsst ihr hinterher fliegen, um dem Gegner dann halt aus seinem Supercruise abzufangen. Wenn das geschafft ist, könnt ihr ihn angreifen, also scannen, angreifen. Wenn er gesucht ist, natürlich macht das als Kopfgeldjäger, gibt es meistens ziemlich gutes Kopfgeld dann dafür. Guck mal, was wir noch so haben. Schildgenerator brauche ich nicht erklären. Kann sich eigentlich jeder was davon nehmen. Da haben wir eigentlich auch schon die inneren Module, was so wichtig ist, schon durchgearbeitet. Ja, Lebenserhaltung können wir reingucken. Mal gucken, vergleichen. Ja, vergleichen.
So. Oh, ich habe schon C eingebaut in der Lebenserhaltung. Also standardmäßig, wie gesagt, Standard-Lebenserhaltung, zeitliche Kapazitäten, 5 Minuten bis zum Shutdown aller Systeme, also bis zu dem Zeitpunkt, wo dann die Augen zugehen. Ich habe schon 10 Minuten und der B hat 15 Minuten. Ich glaube, das höchste ist 20 oder 25 Minuten bei A. Ist nicht verkehrt. Kraftwerk, ihr seht's. Schottenlegierung, sage ich auch noch was dazu. Die Standardlegierung ist leicht. Ist einfach bloß das kleine Gerippe von dem Schiff. Macht keinen Unterschied. Ist Rating E und Klasse 1. Es gibt keine Klasse 2. Weil gibt's bis jetzt nicht. Weiß nicht, ob das vielleicht mal noch kommt. Ah, mundfusselig geredet, sehr schön. Die verstärkte Legierung ist im Endeffekt eine, ich nenne es mal, es schirmt einen vor jeglichen Schadensarten ab, aber halt nur den Rumpf. Und Militärkomposit ist dann halt die steigere Form vom verstärkten Rahmen halt schon. Und ist auch von den Standard, ich sag mal, das sind jetzt ja die zwei Standardverstärkungen von der Legierung, vom Rahmen halt. Vom Rumpf, das sind halt wirklich Standard. Also das macht nur speziell Widerstand gegen alle Schadensarten vom Rumpf. Ihr seht, die Dinger sind auch Arsch vom Gewicht her, 4 Tonnen. Das Ding ist arschschwer, das geht gar nicht. Und dann gibt es halt noch zwei, von dem Militärkomposit noch zwei Sonderformen, und zwar einmal das gespiegelte Oberflächenkomposit und das Reaktivoberflächenkomposit. Klar, gespiegelt. Wie es schon der Name sagt, ist gut gegen Laserwaffen. Das heißt, wenn man da auf so ein Raumschiff mit einem Laser schießt, bekommt man keine Ahnung, wie viel Prozent weniger Schaden. Reaktivoberflächenkomposit ist jegliche Projektilwaffen. Und Raketen werden, wenn man getroffen wird, eine Reaktivpanzerung ist im Endeffekt eine Art Gegenexplosion gegen die Kraft. Wenn ein Projektil in etwas aufschlägt, ist das so eine Art Explosion, die dann den Schaden verursacht. Und das ist halt, bevor die Explosion von der Patrone auf dem Rumpf hier irgendwo Schaden machen könnte, platzt ein Teil vom Rumpf ab und nimmt sozusagen aus der Explosion der Kugel die Kraft heraus. Wie gesagt, wenn man gegen Laser bewaffnete Gegner, gespiegelte Oberfläche und reaktiv gegen hauptsächlich wie heißt Projektilwaffen. Das mit die Waffen muss ich vielleicht mal irgendwann mal ein separates Tutorial machen. Ich will euch auch noch zeigen, wie es ist mit dem Fliegen. Dazu gehen wir jetzt mal raus. Und da können wir dann mal ein paar Flugübungen vom Solo-Orbiter machen. Dann zeige ich euch da auch mal diesen Unterschied. Aber jetzt müsst ihr euch mal den Sound von der Maschine, von der Esp anhören. Hier hört man es am besten, das Ding, das schnurrt. Ja, das ist wie so ein richtig kernischer Motor. Das Ding ist einfach nur geil. Alle stehen sie hier und glotzen blöde. Egal, ich fliege einfach raus. Mach ich aufgewurzelt die Bude, da geht das schon. Ja, also wie gesagt, also bestimmte Raumschiffe kaufe ich mir einfach bloß, weil sie einfach geil sind. Oder einfach geil klingen. Die Adder zum Beispiel, die hat mir auch gefallen wegen ihres Sounds. Jetzt stoppen wir mal ganz kurz ab. So, mit Umkehrschub, da geht's ein bisschen besser. Und ihr hört schon wieder, das klingt einfach wie so eine Art Propellerflugzeug. Richtig, richtig kernischer Sound. Einfach nur, yeah. So, waffenfreie Zone verlassen. Machen wir Stopp. Und jetzt, ich kann es leider mit der Maus nicht zeigen, weil ich dann hier dann mich anfangen würde zu bewegen. Und zwar seht ihr jetzt auf der Seite mit der Geschwindigkeit, wo jetzt der Balken hoch und runter geht. Hier so hoch, runter. Seht ihr diese kleinen blauen Balken. Und es gibt jetzt Leute, die im Kampf halt sagen, okay, ich schieße jetzt ein bisschen, mach piu, 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 piu und drehen sich halt. Da seht ihr aber schon, ich bin ziemlich langsam beim Drehen. Jetzt bin ich erst beim Solo-Orbiter. Ich habe den gerade direkt hinter mir gehalten. Zählen wir mal kurz die Zeit. Ich guck mal ganz kurz drauf. Wann habe ich die volle Minute? Okay. Jetzt.
21, 22, 23, 24, 25. Knapp 22 Sekunden, um mich zu drehen, um die eigene Achse. Jetzt mache ich euch das mal mit Fullspeed vor. Ihr seht, es geht schon ein ganzes Stück schneller. Ungefähr, jetzt haben wir es knapp 10 Sekunden. Ich runde jetzt mal auf knapp 15 Sekunden. Von der Drehgeschwindigkeit her, also 15 Sekunden mit Vollhahn. Ohne Schub, klar, dauert es noch viel länger. Und ihr seht ja rechts die Energieverteilung, kann man hier so schön verteilen auf Antrieb, Waffen etc. Ausgeglichen, brauche ich. Okay, los geht's. So auf die Hälfte. Zehn Sekunden. Ganz genau 10 Sekunden. Ist krass. Das Raumschiff ist im Endeffekt so am wendigsten. Solange ihr in dem blauen Bereich seid, auch bei Kämpfen und so, ihr seid am wendigsten, wenn ihr im blauen Bereich seid. Ihr könnt auch dann halt solche Manöver wie das hier, das ist, wenn man extrem schnell ist. Ich weiß nicht, ob das Schiff jetzt wegen die G-Kräfte dann halt so sich verhält oder warum auch nicht. Ist mir egal. Es ist einfach so, ich bin am wendigsten, wenn ich halt den Bereich im blauen Balken halt. Also hier. Da lässt sich jedes Schiff, selbst das föderale Abwurfschiff, mit null Wendigkeit. Das Ding ist wie eine fliegende Hanwarwand. Aber man kann es trotzdem immer noch. Ich habe jetzt noch kein Raumschiff gehabt, wo ich sag, okay, dem bin ich nicht durchs Drehen, nicht hinterhergekommen. Wie gesagt, wenn er halt nicht mit positiver Geschwindigkeit am Gegner, also dem Gegner hinterherkommt, macht's anders, macht Umkehrschub, dann fliegt ihr rückwärts und macht anstatt einen, ich sag mal, Salto nach vorn, also nach oben kippend, macht ihr sozusagen einen Salto nach hinten kippend, könnt aber trotzdem schießen und dem Gegner hinterherziehen. Und ihr habt ja dadurch, dass ihr noch die Möglichkeit habt, Schub nach unten und nach oben zu geben, könnt ihr ja, wenn ihr Schub nach oben gebt und euch nach vorne dreht, habt ihr halt, ich sag mir, ihr verkleinert halt den Wirkkreis. Es geht auch umgekehrt. Wenn ihr euch nach oben dreht und zieht den Hebel nach unten, also jetzt bei mir halt Schub nach unten gebt, ihr dreht euch halt dadurch, dass der Schub von oben und halt ihr euch in die eine Richtung dreht, dreht ihr euch schneller um die eigene Achse. Wenn ihr jetzt zum Beispiel dann mehr Energie auf den Schub gebt, könnt ihr euch auch schneller drehen. Gucken wir nochmal hin. Okay, bei 20 angefangen. Acht, neun, zehn Sekunden. Also geringfügig schneller. Sagen wir mal 3. Neun Sekunden. Okay, 9 Sekunden fürs Drehen. Mit maximalem Speed. Ist natürlich jetzt im Kampf, die Energie voll auf Antrieb zu haben, ist unklug bis hin zu dämlich. Das macht keinen Sinn. Also ich sag mal, wenn man jetzt jemanden schnell hinterher muss, weil der wegrennt, im Sinne von, er gibt Vollgas und versucht vor euch zu fliehen, dann macht man Geschwindigkeit auf Antrieb, also die Punkte auf Antrieb verteilen, 4 Ticks, dass man ihm halt mit Booster oder sonst irgendwas definitiv am Arsch bleiben kann. Im Normalfall ist die Konstellation so, wenn man jetzt Laserwaffen hat, gibt man Energie auf Waffen. Ich werde euch dann auch beim nächsten Mal dann zeigen, was ich letztens mit dem Spoilern gemeint habe. In Kampfsituationen, denn das Energie auf Waffen, ich zeig's mal. Komm schon, fahr aus. Piu, piu, piu. Die Impulslaser, ihr seht, wie sich der Balken leert, aber wie schnell er sich auch wieder füllt.
Also hier einmal schießen. Mit jedem dritten, also mit drei, zwei oder dreimal schießen sind zwei Balken weg. Oder zweimal schießen sind drei Balken weg. So nach dem Motto. Und mit vier Ticks auf Waffen füllt sich der Balken extrem schnell. Jetzt machen wir das nochmal mit zwei Ticks. Ihr seht, der Balken ist etwas schneller leer und er braucht Ewigkeiten zum Laden. Ihr seht das, ihr seht dann diesen kleinen, ja, ich nenne es mal, leicht gelblichen Strich, der nach oben geht. Der füllt den Balken sozusagen, das sind wie so eine Art Batteriezellen, die sich da aufladen, sind Kondensatoren. Und bis die wieder gefüllt sind, das dauert ewig. Und wenn ich es jetzt noch anders mache, einfach gar keine Energie mehr dann auf die Kondensatoren gebe, ist sehr schnell gezeigt. Jetzt steht hier thermische Überladung, ist nicht mehr überladen. Es ist bloß einfach keine Energie mehr in den Kondensatoren. Und dadurch, dass ich jetzt die Energie auf Antrieb und Systeme verteilt habe, kommt auch keine Energie in die Waffen. Wenn ich jetzt wieder Vollhauen auf die geben würde, auf die Waffen, zack, füllt sich der Balken wieder an. Ist halt mit allen dasselbe. Also das ist beim Antrieb, wenn ich jetzt Boost machen würde und hätte im Antrieb keine Punkte drin, dann kann ich einmal Booster benutzen und das war's. Bei System ist es zum Beispiel jetzt, hoppla, System ist fürs Schild zuständig. Und wenn das Schild sich abbaut, saugt es Energie aus diesen Kondensatoren, um sich wieder leicht zu regenerieren. Und ich sag mal, wenn jetzt das Schild ziemlich weit unten ist und der Balken von den Systemen schon auch ziemlich weit unten ist, dann macht lieber Vierer auf Energie, auf Systeme und habt dann halt dadurch halt ein bisschen weniger Feuerkraft, ist aber auch nicht so schlimm. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Projektilwaffen habt, dann könnt ihr sowieso rumfliegen, so hier. Weil die Projektilwaffen fressen halt, wie gesagt, keine großartige Energie. So eine Minigun, die frisst eigentlich so gut wie gar nichts Energie, die wird bloß warm. Und wenn ihr eine ausgeglichene Kombination habt aus Energie und also Energiewaffen und normalen Waffen, könnt ihr, wenn es wirklich komplett ausgeglichen ist, so fahren. Oder halt so, dann habt ihr 2,5 Punkte auf System, 2,5 Punkte auf Waffen, 1 Punkt auf Antrieb. Ist immer noch, was haben wir da? Esp zum Beispiel bei vollem Antrieb. Ich würde mal sagen 150, 160 so. Ja, 160. Sagen wir mal 160 Sachen. Bei komplett ausgeglichen sind wir 190, 192. Bei vollem Antrieb natürlich, wie es vor und da stand, 260 ungefähr müsste das Schiff jetzt erreichen. Ja. Und ohne Punkte würde ich jetzt auf die Hälfte tippen, wenn überhaupt. Also eher so 100 bis 90. Macht aber trotzdem jetzt keinen großen Unterschied. Also das Raumschiff fliegt trotzdem immer noch mit einer gewissen Geschwindigkeit. Es ist halt bloß immer noch etwas langsamer. Macht aber nichts in dem Sinne. Ja, was noch sozusagen. Also eigentlich beim Kämpfen ist die wichtigste Angelegenheit, dem Gegner hinterherzukommen, indem man sich ihm hinterher dreht. Wenn es ein direkter Kampf ist, so 1 gegen 1, der Gegner steht direkt vor mir und du schießt so drauf. Peng, 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 ist eh weit genug weg. Das Wichtigste ist, dass man in Waffenreichweite ist und eigentlich, dass man immer bestimmte Systeme anvisiert. Es geht jetzt hier nicht, aber gut, steht zwar hier Unterziele da für den Solo-Orbiter, kann man aber nicht anvisieren. Bei Schiffen ist zum Beispiel wichtig, wenn das Kraftwerk zerstört wird und du hast noch 100% Hülle, ist jetzt übertrieben, wird niemals so sein. Also zum Beispiel bei Anaconda hat man so, du hast 60% Hülle bei dem Raumschiff. Und 0% Kraftwerk explodiert das Raumschiff. Egal was passiert ist. Das Raumschiff vom Gegner wird zerstört. Kraftwerk kaputt, Raumschiff zerstört. Lebenserhaltung im Eimer. Läuft eine Zeit ab, Raumschiff zerstört. Hülle zerstört, Raumschiff zerstört. Ist ganz normal. Kleinere Raumschiffe gerammt, zerstört es auch, definitiv.
So, gibt's sonst noch irgendwas zu sagen? Ja, ihr müsst immer darauf achten, dass halt hier unten links, kann ich jetzt wieder nicht so den Mauszeiger drauf zeigen, aber Hitze bei 100% nehmen innere Module halt Schaden. Ab 120, glaube ich, ungefähr ist das, da gibt's dann größeren Schaden und das ist dann gar nicht mehr geil. Also wer mal in die Sonne reinstürzt und dann krampfhaft versucht, daraus wieder hervorzugehen, ja, es wird schwierig. Jetzt zeige ich euch noch, wie man die Waffengruppen macht. Und zwar habt ihr es ja gerade gesehen hier, Waffengruppen, also Feuergruppen. Feuergruppe 1 habe ich jetzt mal alle vier Laser, alle vier Salvenlaser, die ich habe, von den kleinen Aufhängungen, auf primär gelegt. Und sekundärseitig, ich habe schon Aufklärungsscanner drinne. Und auf der zweiten habe ich es halt so gemacht, zwei auf der primären, zwei auf der sekundären. Guckt mal nach vorne. Ihr seht Aufklärungsscanner, ist bei mir jetzt am Pad, linker Trigger. Bing, hab gescannt, funktioniert. Und Primärfeuer, vier Laser. Ich kann jetzt am Controller mit A die Feuergruppe wechseln und hab dann Primärschuss, zwei Laser. Sekundärschuss auch zwei. Wenn ich beide gleichzeitig drücke, kann ich also piu, 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 piu machen. Ihr seht, Energie geht leer zwischendurch. Die Esp ist wirklich extrem energielastig bei Energiewaffen. Kann man aber auch ändern, indem man zum Beispiel dann zwei Strahlenlaser nimmt, um die Schilde zu senken beim Gegner. Und dann vier Miniguns, also Mehrfachgeschütze, um dann den Rumpf zu beschädigen. Ja. Damit wär's das eigentlich schon. Ansonsten kann ich bloß noch abschließend sagen, um Schilde zu vernichten, nehmt thermische Waffen. Um Hülle zu vernichten, nehmt kinetische Waffen. Ganz gut sind Waffen, die beides gemischt haben. Wie zum Beispiel die Railgun und der Plasmabeschleuniger. Raketen machen das auch, sind aber extrem teuer. Und lohnen sich eigentlich nicht. Sind zwar die stärksten Waffen, lohnen sich aber wie gesagt nicht. Und wenn man jetzt ein Raumschiff hat, was rein auf Laserwaffen basiert ist, gut, die Schilde gehen ratzeputz runter, aber ihr arbeitet schon ein ganzes Stück, also ich sag mal, eine Anaconda von einem Abwurfschiff, von einem föderalen Abwurfschiff zu zerstören, das dauert ein Stück, wenn man nur Laserwaffen drin hat. Mit einem Strahlenlaser, der macht richtig viel Schaden, frisst aber auch viel Energie. Ein Impulslaser macht nur Pew, einen einzelnen Schuss, und der Salvenlaser macht halt einen Dreierburst, wo immer dann so ist, die drei einzelnen Schüsse machen mehr Schaden als beim Impulslaser der gesamte Schuss an sich, also der einzelne stärkere Schuss. Und beim Strahlenlaser ist halt, das ist ein gebündelter Strahl. Wenn man da ordentlich trifft, dann macht der mehr Schaden als der Salvenlaser und der Impulslaser halt. Bei den Projektilwaffen gibt es einmal das Mehrfachgeschütz, so eine Art Minigun. Die Kanone, wie schon gesagt, Kanone, Einzelprojektile, großer Schaden, weil halt ein großes Projektil, mehrfach geschützt, kleine Projektile, wenig Schaden, ist aber ganz lustig. Und dann gibt es noch die, weiß ich gerade Name nicht, ist aber halt wie so eine Art Weltraum-Shotgun. Ist eigentlich wirklich so damit zu vergleichen, also ihr fliegt da in so einen Nebel aus kleinen Kügelchen rein. Es ist zwar der Schaden pro Kugel gering, aber dadurch, dass es eine riesige Anzahl ist, ihr werdet das vielleicht selber mal erlebt haben, wenn ihr fliegt, ihr kämpft gegen eine Python, die haben meistens solche Shotguns dabei, die sind so nervig. Die ziehen, umso näher ihr dran seid, also eine Weltraum-Shotgun, die zieht, wenn ihr nahe dran seid, ekelhaft viel Hülle und auch extrem am Schild. Ja, des Weiteren habe ich ja schon gesagt, es gibt noch solche Splitterwaffen, die kinetischen und thermischen Schaden machen. Das ist halt die Railgun, also Schienenkanone im Endeffekt. Wem das nichts sagt, kann er mal googeln. Das ist eine ganz interessante Technik. Ist auch schon entwickelt. Dann gibt es noch die Plasmabeschleuniger. Da kann ich nicht mal sagen, ob sowas schon in Real Life gibt. Ist aber eigentlich auch eine geile Technik. Und dann gibt es noch den Minenwerfer, den Raketenwerfer, Torpedowerfer und Dampffeuerraketenwerfer.
Und ja, die machen auch gemischten Schaden. Bei dem einen, das ist halt zielsuchend, das andere ist halt nicht so zielsuchend. Und das dritte ist gar nicht zielsuchend, sondern fliegen die Raketen halt komplett geradeaus, auch nervenzerfetzend. Wo haben wir die 20? Hallo, 20. Scheiße, ich bin vorbeigeflogen. Hallo? Bist du eine 20? Hallo. Ja, das sind 20. Ja, jetzt habe ich euch hier wieder eine Folge hingeworfen von 40 Minuten. Das wollte ich eigentlich selber nicht. Es ist schon wieder... Ich habe diese Woche Mittagsschicht. Ich weiß, ich höre euch jetzt die Ohren voll, aber es ist 3 Uhr nachts. Ich werde die Videos noch rendern und dann rendern, schneiden, also schneiden, rendern, hochladen. Das dauert eine Zeit. Dann kommen die zwei Videos ja am Freitag vielleicht, wenn ich es hinkriege. Und ansonsten halt dann Samstag und Montag dann das Video hier. Gibt's noch so zu sagen? Ja, eigentlich nichts. Ich werde mir jetzt dann Geld zusammensammeln, dass ich als nächstes dann... Mein nächstes Raumschiff wird definitiv dann die Python werden. Und zum Beispiel Leute wie Dirk. Dirk hat gemeint, okay, das Raumschiff, was ich haben will, mit dem ich erstmal eine ganze Ewigkeit fliegen werde, ist der Clipper. Der Imperial Clipper und ja, das wird er auch definitiv. Also alles, was er jetzt macht, ist Imperial Clipper. Das Ding, das rockt auch und geht schon. Ja, sonst noch irgendwas zu sagen? Denke ich nicht. Ach, heie. Ich kann auch Licht anmachen. Da guckt er, da rechts ist der Scheinwerfer. Haben wir vorne mit Licht gemacht. Ja, okay. Haben wir es eigentlich. Ich hoffe, ihr habt ein paar Informationen jetzt aus dieser ekelhaft langen Folge nehmen können. Und wenn ihr Fragen habt, oder wie gesagt, wenn ihr mal Lust habt, mit mir eine Runde fliegen zu gehen, ein bisschen Geld zu machen, durch Kampf oder ähnliches, habe ich damit kein Problem. Einfach anschreiben, ihr habt ja hier dann meinen Namen. EG Juin Mario. Es müsste eigentlich auch reichen, wenn ihr Juin Mario eingibt. Ich weiß es nicht. Sollte aber funktionieren. Einfach anschreiben oder auch einfach auf dem Kanal eine Nachricht da lassen. Hey du, ich hätte mal Bock mit dir zu fliegen. Mach mal einen Termin aus, kann mal eine Runde fliegen. Dann kommt er auch mal mit in die Aufnahme rein, ist kein Problem. Und ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Schaut auch in der nächsten Folge wieder vorbei. Denkt dran, das Secret Let's Play läuft auch noch nebenbei. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.